Willkommen zurück zum zweiten Teil bei der Bestimmung der Schnittgrößen am Balken. Im ersten Teil des Videos habe ich gezeigt, wie man die Lagerkräfte bestimmt. Die habe ich hier nochmal aufgeführt. Also AH war gleich 0. Die horizontale Lagerkraft AH ist gleich 0. Demnach habe ich die hier auch nicht weiter berücksichtigt. AV ist gleich 10,83 Newton und B ist gleich 24,17 Newton. So, und jetzt soll eben die Querkraft in diesem Video bestimmt werden. Im nächsten Video folgt dann die Bestimmung des Biegemoments. Und ich habe hier die Querkräfte schon mal eingezeichnet. Wir betrachten hier immer das positive Schnittufer, also den linken Teilbalken. Und beim linken Teilbalken ist die Querkraft nach unten gerichtet. So, warum werden jetzt die Schnitte hier durchgeführt? Und zwar deswegen, weil man immer, wenn eine neue Kraft auftritt, eben auch eine andere Belastung, eine andere innere Belastung hat. Demnach wird also jeder Bereich separat betrachtet, wenn eine neue Kraft hinzukommt. Also hier in diesem ersten Bereich wirkt ja die Lagerkraft AV. Das heißt, es wird zunächst einmal die Querkraft innerhalb dieses Bereiches hier betrachtet. Und wenn die weitere Kraft hinzukommt, also diese Kraft F1, dann ändert sich auch die Querkraft. Deswegen wird der nächste Schritt zwischen F1 und F2 durchgeführt. Und dann kommt ja wieder die nächste Kraft hinzu, F2. Und deswegen wird der nächste Schnitt zwischen F2 und F3 durchgeführt, um dort die Querkraft zu bestimmen. Begonnen wird hier mit diesem ersten Schnitt, also zwischen AV und F1. Wo genau dort der Schnitt durchgeführt wird, das ist bei der Bestimmung der Querkraft egal. Denn innerhalb dieses Bereiches, bis eine neue Kraft auftritt, ist eben diese Querkraft hier konstant. Also zwischen AV und F1 ist die Querkraft konstant, dann wiederum zwischen F1 und F2 bleibt die konstant, weil innerhalb dieses Bereichs tritt ja keine weitere Kraft auf. Und zwischen F2 und F3 ist es auch konstant, weil hier ja auch keine weitere Kraft auftritt. So, begonnen wird jetzt mit dem ersten Schnitt. Dazu verwendet man die vertikale Gleichgewichtsbedingung, weil die Querkraft ja eine Vertikalkraft darstellt. Das heißt also, wenn ich jetzt die vertikale Gleichgewichtsbedingung aufstelle, hier an diesem linken Teilbalken, dann kann ich ganz einfach die Querkraft bestimmen. Die vertikale Gleichgewichtsbedingung, das sind ja alle Vertikalkräfte, also die Summe aller Vertikalkräfte muss gleich 0 ergeben. Alle Kräfte, die jetzt nach oben gerichtet sind, die werden positiv gewertet. Das zeigt eben dieser Pfeil hier. Und alle Kräfte, die nach unten wirken, werden negativ in die Berechnung mit eingehen. Das heißt also, wenn ich jetzt hier diesen linken Teilbalken betrachte, dann habe ich eben einmal als Vertikalkraft AV nach oben gerichtet. Die geht also positiv mit in die Berechnung ein. Und die Querkraft ist ja nach unten gerichtet, geht also negativ in die Berechnung mit ein. Und das Ganze muss gleich 0 sein, damit es im Gleichgewicht ist. Und jetzt kann ich ganz einfach nach der Querkraft auflösen. Das heißt also, Q ist dann gleich AV und AV sind 10,83 Newton. Das heißt also, in diesem ersten Bereich, wenn ich jetzt zum Beispiel die X-Achse hier in diesem, hier ist der Ursprung der X-Achse und die wirkt eben in diese Richtung, dann kann ich ganz einfach sagen, dass im Bereich zwischen x größer gleich 0 und kleiner gleich 1 Meter die Querkraft 10,83 Newton beträgt. So, jetzt führe ich den zweiten Schnitt durch, und zwar zwischen F1 und F2 und betrachte hier auch wieder den linken Teilbalken, also das positive Schnittufer. Das ist jetzt hier, da mache ich mal 1, 2, das ist jetzt hier der zweite Schnitt. Und jetzt stelle ich eben wieder die Gleichgewichtsbedingung auf. AV minus F1, weil F1 ja nach unten gerichtet ist, und minus Q und das Ganze wieder gleich 0. Und wenn ich das jetzt wieder auflöse, das heißt also Q gleich AV minus F1. AV sind 10,83 Newton, F1 sind 10 Newton, das heißt also Q gleich 0,83 Newton. Da mache ich auch Q1 und Q2 mal raus. So. Und jetzt können wir auch schon den dritten Schnitt betrachten, das heißt also der Schnitt zwischen F2 und F3. Und auch hier wird wieder der linke Teilbalken betrachtet. Das heißt also wieder die Gleichgewichtsbedingung aufstellen.
AV minus F1 minus F2 und minus Q gleich 0. Und wenn ich das jetzt wieder nach Q auflöse, also Q gleich AV minus F1 und minus F2, dann erhalte ich minus 4,17 Newton. So, ich habe jetzt also die Querkräfte bestimmt. Also einmal hier diese Querkraft, dann für diesen Bereich und für diesen Bereich. Und jetzt kann ich auch schon anfangen, die Querkraftlinie zu zeichnen. So, das ist hier x und das soll eben q sein. So, und jetzt kann ich die Querkräfte einzeichnen. Dazu betrachte ich jetzt zunächst den ersten Bereich. Der erste Bereich ist ja vor x größer gleich 0 und kleiner gleich 1. Und dort haben wir herausgefunden, dass die Querkraft 10,83 Newton ist. Also bei 0 beginnend, machen wir mal hier 2, 4, 6, 8, 10. Sagen wir mal, das sind 10 Newton, also 10,83 Newton ungefähr. Hier ist dann, beginnt sozusagen die Querkraft. Und bis F1 beginnt, also x ist also kleiner gleich 1 Meter. Also wenn wir jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Meter, dann sind das 1 Meter. Dann weiß ich, die Querkraft ist konstant bis zu diesem Punkt. Denn da tritt jetzt F1 auf nach einem Meter. Und da haben wir herausgefunden, wenn F1 zusätzlich mit berücksichtigt wird, dann resultiert eine Querkraft von 0,83 Newton. Das heißt also, hier unten ist dann die Querkraft bei 0,83 Newton. Ich ziehe die Linie jetzt also hier nach unten. So. Die bleibt konstant, solange bis die nächste Kraft auf den Balken wirkt, nämlich die Kraft F2. Das heißt also, die Kraft F2 kommt dann nach weiteren 2 Metern hinzu. Ich kann also hier schon mal nach weiteren 2 Metern, bleibt sie konstant bei 0,83 Newton. Und dann kommt eben F2 dazu und dann ändert sich die Querkraft zu minus 4,17. Das heißt, ich muss auch die negative Achse berücksichtigen. 2, 4, sagen wir minus 4. Und muss dann hier bei, nach 3 Metern, ne, 1 Meter und 3 Meter, da wirkt ja dann jetzt die Kraft F2 und da haben wir herausgefunden, wenn wir die Kraft F2 mit berücksichtigen, das war hier im dritten Schnitt, dann resultiert eine Querkraft von minus 4,17 Newton. Das heißt, ich muss jetzt hier also nach unten gehen, bis hierhin. Und diese bleibt eben bis zum Ende konstant. Bis hierhin. So, das ist also meine Querkraftlinie. Das hier ist der positive Bereich und das hier, das ist der negative Bereich. So, und das ist auch schon die ganze Kunst, wie man die Querkraft bestimmt. Man muss eben geeignete Schnitte wählen und dann mittels der vertikalen Gleichgewichtsbedingung eben die Querkraft bestimmen und dann kann man hier ganz einfach die Querkraftlinien einzeichnen. Wie man jetzt das Biegemoment bestimmt hier, das zeige ich dann im dritten Video.